Hallo, ich bin Andreas Kunz von der Schreinerei Kunz. Unsere Firma wurde im November 2013 gegründet und besteht aktuell aus 12 Mitarbeitern, darunter vertreten Meister, Techniker, Auszubildende, Gesellen. Und wir sind spezialisiert auf die Branchen Praxiseinrichtungen, Gastronomie, Ladenbau und Möbelbau. Das Projekt in Saarbrücken kam der Kunde auf uns zu mit der Anfrage, halt eben sein Restaurant komplett auszubauen mit der Thekenanlage. Und dabei haben wir auch dafür gesorgt, zu sagen, er hat uns als Ansprechpartner, als einzigen Ansprechpartner. Wir koordinieren die Tresenanlagen, die Buffetanlagen, die Fußbodenarbeiten oder auch Polsterarbeiten, Sitzbänke. Das Stahlgestell, was dann im Endeffekt rumkam, also was wir nicht selbst abdecken können, koordinieren wir mit anderen Firmen, die uns zuarbeiten, dass der Kunde einen Ansprechpartner hat und alles aus einer Hand kommt. Mir ist es wichtig, dass das einfach alles passt von Anfang bis Ende. Dass wir sagen, der Kunde ist nachher zufrieden, hat eine leere Räumlichkeit, die wir mit Leben füllen, mit seinen Ideen halt eben oder mit unseren Projekten oder Ideen, Vorschlägen ergänzen und auch während des Projektes, dass man noch was ändern kann, dass man dann sagt, ah, das, dieses Eck machen wir vielleicht in einem anderen Eicheton oder gestalten sie ein bisschen anders, dass der Kunde halt eben auch die Flexibilität hat, sein Projekt, das ist nicht ein Stein gemeißelt von einem Angebot bis zur Ausführung, dass er noch die Möglichkeit hat, da auch was zu wechseln, währenddessen umzuswitchen zum Beispiel. Mich motiviert Räumlichkeiten halt eben, die zuvor nicht ausgebaut sind, mit Leben zu füllen und dass der Kunde nachher sagt, boah cool, genauso habe ich mir das vorgestellt und so wollte ich es halt eben haben. Das ist das, was mich antreibt. Es muss einfach passen. Uns ist wichtig, dass das Unternehmen weiterhin den guten Ruf hat. Als zuverlässiges Unternehmen, dass die Leute sich wohlfühlen und natürlich auch die Mitarbeiter, weil das Ganze geht halt eben nur im Team gemeinsam, dass jeder mit an einem Strang zieht und dass jeder zufrieden ist. Ich wollte keine Meister-Eder-Werkstatt, wenn wollte ich schon sagen, wenn dann richtig und alles auf die eine berühmte Karte zu setzen. Als Tipp, der Kunde hat ja selbst dafür gesorgt, dass wir wachsen mussten, um die bedienen zu können. Sei es die Mitarbeiterzahl oder sei es halt eben auch der Maschinenpark.